Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von MacBook Pro und heute zeige ich euch mal das Programm MPEG Stream Clip. Ja, mit MPEG Stream Clip könnt ihr sehr schnell und effektiv Filme konvertieren und das geht ganz einfach. Also ihr ladet euch das Programm runter von der Webseite, die steht in der Beschreibung und dann könnt ihr damit auch schon direkt Videos konvertieren. Und ich möchte jetzt mal dieses Video hier konvertieren und ziehe das einfach hier rein. Der lädt das, man kann sich hier das auch angucken. Um das jetzt zu konvertieren, klicke ich auf Ablage und dann exportieren als QuickDOM, DVI, was auch immer. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel als MPEG 4, weil ich mir das meinetwegen auf meinem iPod angucken will. So, jetzt sage ich Kompression H.264, das ist in Ordnung. Und dann kann ich hier direkt für iTunes auswählen, welches Gerät ich habe. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier so ein iPod 16:9, okay, lass das hier so, kann die Qualität auf 100% hochstellen. Und ja, ich könnte das hier noch spiegeln oder sowas. Das brauche ich aber alles nicht. Ja, jetzt kann ich hier auf MP4 erzeugen klicken. Und das Ganze kann ich dann jetzt auf Desktop sichern. Ja, wenn das jetzt zu Ende geladen hat, dann sieht man auch schon, das Programm hat das alles konvertiert zu einem MP4. Und das auch ohne Qualitätsverlust. Das ist mir immer sehr wichtig bei sowas. Und das auch, man sieht es hier, relativ schnell. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das war gut. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen.